Nur noch drei Rätsel. Ja. Erstmal Gleichstand erzielen und dann sehen wir weiter. Ja, ja. Ich hol dich noch ein. Reife Leistung, Shirl. Du hast Miss Layton offenbar mehr als einmal über die Schulter geschaut. Tja, Nadelstreifen. Ich habe vielleicht mein Gedächtnis verloren, aber mein Gehirn funktioniert nach wie vor... irgendwie. Oh. Haben wir denn noch... Oh, da ist wieder... rechts oben und... Ich habe eine Kuriosität unten in der Bank. Lampe rechts oben. Ja. Bling. In der Lampe links ist bestimmt... Nee, ist nix. Aber dafür in der ganz linken Laterne da. Ja. Das ist einer von den vielen Tischen, an denen man Dokumente unterschreiben kann. Jeder Tisch hat eine eigene Lampe. Tja, mit diesem Füller schreibt man es sich ja wie im Traum. So einen bräuchte ich in meinem Büro im Yard. Keine Stühle. Die Leute hier arbeiten anscheinend im Stehen, wie Hunde. Ja, solche Hunde. So, in der linken Laterne von den beiden ist bestimmt auch bloß... Ach, komm schon. Ja, eine Hinweismünze. Also, ich habe alle. Was ist das da oben in der Mitte? Achso. Innen ist das Gebäude genauso imposant wie von außen. Diese ganzen Skulpturen und der Marmor, das ist wirklich sehr beeindruckend. Sind wir noch draußen? Die Decke ist ja so weit weg, dass ich sie kaum sehen kann. Okay, ja. Frau? Frau. Kein Rätsel! Pah! Unsympathisch. Ja, die ist auch so unsympathisch. Das weißt du doch noch nicht. Aber ja, ich finde ich auch. Guten Tag, Sie sind also die Generaldirektorin der Bank? Ganz recht, Liebes! Entschuldigung. Meine! Alles klar. Ganz recht, Liebes. Ich hätte ja eher so, ganz recht, Liebes. Nee, das ist... Ich depetete. Ganz recht, Liebes. Und wie Sie... Nein. Ganz recht, Liebes. Und wer sind Sie, dass Sie hier mit Ihrem dreckigen Köter so hereinspazieren? Wir haben noch nicht geöffnet. Ich versuche sie so ein bisschen nasal zu sprechen, weil die so ein... Also irgendwie geht sie bei dir jetzt sehr in Richtung entweder Emiliana oder... Naja, nicht ganz so doppelpfundmäßig. Ja. Dominika! Ja, komm, dann mach du die Dominika. Okay. Ich versuch's dann. Erstmal, ja. Wie bitte? Hast du schon? Ganz, wie bitte? Und wer sind Sie? Meine Güte, haben wir irgendetwas falsch gemacht? Sie verstehen das falsch, gute Frau. Sie ist keine Kundin. Das hier ist die Detektivin, die sie für Sie in diesem Fall ermitteln wird. Detektivin? So eine etipetete Dominika. Sind Sie sicher? Dieses kleine Mädchen, sind Sie sicher, dass es der Aufgabe gewachsen ist? Das ist nämlich ein sehr komplizierter Fall. Schon klar, gute Frau, aber ich versichere Ihnen, dass Miss Layton hier eine Koryphäe in ihrem Beruf ist. Das will ich auch hoffen, denn ich verlange Perfektion. Schon beim geringsten Fehler würde ich Ihnen den Fall entziehen. Seien Sie da vollkommen unbesorgt. Ich werde den Fall für Sie lösen. Und zwar perfekt. Perfetti? Natürlich müssen Sie mir zuerst möglichst viele Informationen geben. Ginge das? Ja, das sollte gehen. Miss Layton, richtig? Genau, Catria Layton von der Detail Layton. Und das ist mein Assistent, Ernest Rorick. Guten Tag, meine Bianca. Mein Name ist Bianca Goodsafe. Wie Sie bereits wissen, Miss Layton, bin ich die Generaldirektorin der Large Reserve Bank. Oh, bitte nennen Sie mich doch Catriel. Nein, lieber nicht. Vornamen führen nur zu Verwirrungen. Nur Nachnamen schaffen Klarheit. Die geht doch bestimmt auch zum Lachen in den Keller, oder? Moment, entschuldigen Sie mich bitte. Nee, tap 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 tap. Tap 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 tap. Gut. Würden Sie mir damit erklären, wo das Problem liegt? Das ist eine heikle Angelegenheit. Ich verlange absolute Diskretion. Haben Sie verstanden? Bei mir sind Ihre Geheimnisse sicher. So sicher wie in einem Banktresor. Tap 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 tap. Hey. Tap 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 tap. Weißt du, sie muss zum Lachen in den Keller.
War das gerade sarkastisch gemeint? Nein, also ganz so gar nicht, wirklich. Es gibt also ein Problem mit dem Tresor der Bank. Ja, ich bin eigentlich überaus stolz auf meine perfekten Sicherheitsvorkehrungen hier, aber wir wurden Opfer eines Bankraubs. Potzblitz, jemand hat die Bank ausgeraubt? Nein, sie Dödel! Wie viel wurde gestohlen? Nichts. Nee. 100 Millionen Pfund Sterling in Scheinen. Verstehe. Die nach dem Brexit nichts mehr wert. 100 Millionen. One million! Das ist ja mehr als Dr. Evil verlangen würde. $1 million! Dö. Creepypastas kenne ich. Aber ich kenne keine guten. Es gibt keine guten. Nein. Wie gewonnen. So besonnen. Hat sie gerade 100 Millionen gesagt, Shirl? Ich muss mich wohl verhört haben. Wie viel sind 100 Millionen? Wie viele Tüten Hundekuchen könnte man sich damit kaufen? Damit könntest du sämtliche Hundekuchenhersteller der Welt kaufen, Shirl. Stimmt gar nicht. Glaub mir, das stimmt nicht. Mittlerweile vielleicht nicht mehr. Also ich glaube, dass so ein Hundekuchenhersteller schon so... Also dass der größte von denen vielleicht schon mindestens 100 Millionen kostet. Wer weiß. Ich denke, mit Hundekuchen lassen sich Milliarden verdienen. Echt jetzt? Ich meine, so viel könnte ich doch gar nicht essen. Sprechen Sie da mit Ihrem Hund? Sie sind sich doch der Bedeutung dieses Falls bewusst, nicht wahr? Er könnte die gesamte Bank ins Wanken bringen. War ja klar, dass ich an eine Detektivin gerate, die mit ihrem Hund spricht. Ich rede auch mit meiner Katze. Das ist halt ein lebendes Wesen. Oh! Mr. Bencher. Bancor? Der hat Elfenohren. Ich habe ausdrücklich um sie gebeten, Bianca. Der hat Elfenohren. Soll ich ihn denn lieber so sprechen? Nein, aber der ist mir jetzt gleich viel sympathischer. Oh, Mr. Banker. Ich hatte gar nicht mit Ihnen gerechnet, Sir. Hatten Sie nicht? Immerhin wurde doch meine Bank ausgeraubt, oder? Sie wollten wohl nicht, dass Ihnen der Chef im Nacken sitzt, was? Nicht. Magst du es, wenn ich so rede? Ich hab grad Bilder im Kopf. Nö, gar nicht. Okay. Nein, so ist das ganz und gar nichts. Oder willst du sie wieder machen, damit wir ein Gleichgewicht haben an Stimme? Können wir machen, aber du machst sie so schön. Nun, Ihnen missfällt eindeutig die Detektivin, die ich auserkoren habe. So viel steht fest. Oh nein, Sir. Sie haben sicher die beste Wahl getroffen. Ich werde perfekt mit Miss Layton kooperieren. So wie sie aussieht. Schön zu hören, junge Dame. Sie wird nämlich diese Ermittlungen zusammen mit dem guten Mann von Scotland Yard übernehmen. Oh ja, natürlich, Sir. Ich bin mir sicher, dass Sie der Sache auf den Grund gehen werden. Haben seine Schuhe vorher schon so geglänzt? Oder hat sie ihm wer blank geküsst? Igitt! Nun, zumindest wird sie jetzt aufhören, Miss Layton wie ein Schulmädchen zu behandeln, obwohl sie aussieht wie eins. Bei mir nicht. Okay. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Miss Layton, ich kann Sie jetzt ja Miss Banker überlassen. Ich hab die ganze nächste Woche frei. Ich leider überhaupt nicht. Nur Dienstag. Das stimmt. Da freue ich mich drauf. Oh. Weißt du nicht, wenn sie mich jetzt entschuldigen? Oh, ich hoffe. Ist hier noch.
Ich habe das schon gelesen und habe weitergeklickt. Oh, ich hoffe, dass wir sie nicht abgehalten haben. Okay. Sie müssen wissen, dass der Filialleiter ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Meine Güte, bei dem Vorfall wurde jemand verletzt? Nein, er hat einen Blinddarmunfall. Oh, die Ärzte sagen, es ist nicht so schlimm. Aber er ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Also muss ich im Moment für ihn einspringen. Verstehe. Gut, Sie haben ja offenbar viel zu tun. Wenn Sie mich also entschuldigen, Sir, ich gehe dann mal an die Arbeit. Gott, endlich bin ich weg von denen. Ich hoffe, die hören nicht, wie ich hier über sie läster. Gut, wir wurden einander noch nicht richtig vorgestellt, oder? Ich bin Ebenezer Banker, Eigentümer dieser Bank. Eigentlich gehören mir ja mehrere Unternehmen. Das hier ist nur eines davon, eher so das Kleinste. Aber Sie wissen ja, Kleinvieh macht auch Mist. Frau von Doppelpfund hat mir von Ihnen erzählt. Als ich mit Inspektor Hastings sprach, stellte ich daher klar, dass ich Sie für diesen Fall möchte. Das ist aber nett von Ihnen, Mr. Banker. Ich werde mein Möglichstes tun, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Er sieht wirklich wie ein Boss aus, was? Ein echter Riese. Was für ein Volltreffer. Ich fühle mich gerade so wertlos. Ja, wo Sie gerade beim Thema wertlos sind, hier habe ich ein paar Telekom-Aktien, möchten Sie? Er wird dir gleich einen Volltreffer verpassen, wenn er dich hört, Nadelstreifen. Was murmeln Sie da, junger Mann? Oh, nein, ich meine nichts. Ich habe Sie doch schon einmal gesehen, Mr. Banker, bei der Premiere von Torpedo der Liebe, stimmt's? In Saveloy. Oh ja, ganz recht. Diesen Fall haben Sie ja auch gelöst, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt das, Sie sind einer der sogenannten Sieben Löwen? Gut, den Titel hätte ich mir selbst nie gegeben, aber stimmt, so nennt man mich. Doch genug geplaudert, kommen wir zum Geschäft. Ja, natürlich, Miss Goodsafe meinte, hier wäre eingebrochen geworden. Was für eine Untertreibung. 100 Millionen Kröten kann man wohl kaum noch als simplen Einbruch bezeichnen. Aber egal, ob man es nun Einbruch nennt, Diebstahl oder Bankraub. Der Fall muss gelöst werden, und zwar schnell. Also ran an die Buletten, Inspektor. Schreibt man Buletten nicht mit OU? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich denke, das ist regional unterschiedlich. Also Berlin schreibt es mit OU. Ja. Stimmt, deswegen. Können wir nicht sagen, ran an die Frikadellen? Sagt keine Sau. Ja. Ran an die Klöpse. Zeigen wir unserer jungen Detektivin zuerst einmal den Tresorraum, in dem sich das Geld befunden hat. Hey Junge, ganz recht, Mr. Banker. Die Junges vom Yard ermitteln bereits dort unten. Vor allem auch Cock Booker. Er befindet sich natürlich im Keller. Ich erkläre Ihnen mehr, sobald wir da unten sind. Okay, nicht ihn ansprechen, weil... Nein. Er hat kein Rätsel, okay. Bla 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 bla. Okay, gut. Ab nach unten. Ich bin schnell. Ich bin so klug, ich bin so klug. K-L-U-K, ich mein K-L-U-G. Was? Das ist aus Simpsons. Mhm. Kann ich dir gleich gern zeigen. Nein, bitte nicht. So, hier trug sich der Vorfall also zu. Das ist der Haupttresorraum der Large Reserve Bank. 100 Millionen Kröten in Bar wurden von hier drin entwendet. Das war bestimmt Veruntreuung. Potzblitz, einfach gewaltig. Oh, und dieser Berg an Geld erst. Das ist kein Tresor, das ist eine Wohnung. Heute Morgen wurde festgestellt, dass das Geld fehlt. Scheint mir ein klassischer Fall von Bankraub zu sein. Wir müssen also den Gauner erwischen, der die Knete entwendet hat. Und dann auch noch den, der das Geld genommen hat. Und das Geld so schnell wie möglich wieder beschaffen, Cat.
Sie meinten, dass Mitarbeiter von Scotland Yard bereits den Tresorraum untersuchen, Inspektor? Waren die vielleicht schon vor dem Vorfall hier? Haben sie schon möglicherweise auf den Täter gefunden? Nicht den Hauch eines Hinweises. So einen Tresor kann nur ein Profi knacken. Das steht fest. Aber auch Profis hinterlassen in der Regel eine Spur, aber nicht dieses Mal. Wie seltsam. Da muss ich wohl einige Fragen stellen. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück, da. Kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Wegen... Ich verstehe das nicht. Ah, übrigens, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal einen Ohrwurm von Jump Up Superstar. Weil Odyssey ist echt ein nettes Spiel. Schleichwerbung! Wollte ich nur gesagt haben, dass ich das jetzt in letzter Zeit öfter spiele und dementsprechend nicht zu anderen Sachen komme. Nur deshalb. Ja, ja, da seht ihr mal, wie ich hier zu kurz komme. Hey, ich hab's... Ich kann nur Zeit mit dir verbringen, wenn wir streamen. Ja, also ehrlich gesagt, ich würde den Stream jetzt auch vorzeitig abbrechen. Mir kribbelt schon wieder in den Fingern. Wegen Mario. Ja, ja, ich weiß. Nicht, dass du jetzt was anderes denkst. Ja, ja. Oh. Das Spiel ist eine Liebeserklärung. Ja, wisst ihr... Entschuldigung, das muss ich jetzt schon schnell sagen. Und zwar, Bowser gibt sich bei Mario Odyssey so eine Mühe, so eine richtig tolle Hochzeit zu veranstalten. Und dann kommt der böse Mario und macht das kaputt. Ich finde, Bowser ist hier diesmal ausnahmsweise... Zwangshochzeit! Aber die ist so schön. Ganz ehrlich, würde ich zu so einer Hochzeit gezwungen werden, ich würde trotzdem ja sagen. Außer du bist nicht diejenige, die mich dazu zwingt. Ich wollte gerade sagen. Naja, okay, nein. Aber auf jeden Fall, das ist... Ich find's trotzdem, was da für ein Aufwand betrieben wird für... Das Hochzeitskleid finde ich schön. Ach, ich finde auch diesen Strauß aus Piranha-Pflanzen voll süß. Doch, die sind so klein und niedlich. Wait. Okay.